Diese vier Elektroautos ersetzen perfekt deinen Familiendiesel. Den Anfang macht Europas meistverkauftes Auto. Ja, richtig, Auto, nicht E-Auto, das Tesla Model Y. 971 Liter Kofferraumvolumen, mindestens 455 Kilometer Reichweite und ab 45.000 Euro. Ihr habt keine Lust auf SUVs? Kein Problem. Wie wäre es zum Beispiel mit dem VW ID. Buzz, einem klassischen Van ab 65.000 Euro, 480 Kilometer WLTP-Reichweite und sagenhaften 1.100 Litern Kofferraumvolumen? Alternativ könnt ihr dann aber auch zu einem Hochdach-Kombi wie dem Citroën e-Berlingo mit einer Reichweite von 280 Kilometern zu einem Preis von knapp 39.000 Euro, aber einem Kofferraumvolumen von 775 Litern greifen. Und ja, auch den klassischen Familienkombi gibt es mittlerweile rein elektrisch. Der nennt sich dann NIO ET5 Touring, kommt mit 435 Kilometern Reichweite, 450 Litern Kofferraumvolumen und einem Preis von knapp 60.000 Euro daher. Elektro-SUV, Van, Hochdach-Kombi oder Touring, wofür entscheidet ihr euch als neues Familienauto oder habt ihr Alternativen? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare.